Auf ein buntes Sommerfest konnten sich die rund 2500 Besucher am 5. Juli im Wildpark MV freuen. Das Sommerfest hat Tradition in Güstrow und strahlt in die gesamte Region aus. Mehr als 400 Akteure von Vereinen, Institutionen und Firmen trugen zur Gestaltung des Events bei. Es ist unser herausragendes Fest und das Interessante dabei, dieses Gestirn mit der Kreismusikschule zusammen, mit der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft und natürlich noch anderen Partnern, unserem Förderverein zum Beispiel. Und das funktioniert seit Jahren gut, sodass wir wirklich eine Talenteshow der Musikschule bieten können. Mit allen Schülern, mit allen Repertoires, also auch wieder Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt haben. Auch der Bürgermeister Arne Schult ist jedes Jahr mit von der Partie. Die Stadt bekennt sich natürlich zu ihrem Wildpark. Das 10. Sommerfest hier im Wildpark, wie er jetzt heißt, natürlich wild und bärenstark. Und wir haben hier so eine tolle Einrichtung und der NUP mit ungefähr 150.000 Besuchern im Jahr zählt absolut dazu. Eine bewährte Tradition ist auch die feste Partnerschaft zu regionalen Unternehmen, die dieses Sommerfest erst möglich machen. Die Allgemeine Wohnungsgenossenschaft, kurz AWG Güstrow, Parchim und Umgebung, nutzt das Sommerfest jedes Jahr, um eigene Genossenschaftsmitglieder einzuladen und zusammen mit Jung und Alt zu feiern. Ja, neben unserem kulturellen Engagement, das heißt Mitgliedercafé und Showprogramm auf der Bühne, stellen wir natürlich unser Neubauprojekt in der Güstrower Innenstadt vor und unsere Modernisierung in der Südstadt, wo wir altengerecht umbauen wollen. Vor einem Jahr fusionierten die AWG Güstrow und die AWG Parchim. Auch die Parchimer profitieren jetzt von der langjährigen Partnerschaft zwischen Wildpark und AWG Güstrow. Aber auch im Alltag der Parchimer Wohnungsgenossenschaftler hat sich einiges geändert. Erstmal freuen wir uns, dass wir natürlich so eine starke Unterstützung von Güstrow haben, die sich auf unsere gesamte Mitgliedschaft auswirkt. Nach allen Reaktionen, die wir erfahren haben, ist es sehr positiv bei unseren Mitgliedern aufgenommen worden, insbesondere durch ein vollständig verbessertes Informationssystem. Wir haben mehr Transparenz gewonnen, was ganz deutlich in diesem Jahr wurde. Und was ganz wichtig ist, es sind ganz gesunde Perspektiven aufgezeigt worden, die natürlich auch durch die gemeinsame Finanzkraft der Zukunft begründet worden sind, auf die wir allesamt sehr stolz sein können. Auch den ganzen Sommer über hält der Wildpark MV ein buntes Programm bereit. Im Vordergrund dabei natürlich das Tiererlebnis, ob bei der Bärenfütterung oder bei einer nächtlichen Wolfswanderung. Auch die festliche Verleihung des Umweltpreises für Kinder- und Jugendliteratur im Herbst wirft schon seine Schatten voraus. Die Laudatio wird dieses Jahr die weltberühmte Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke halten.